Hallo schön Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Ihr seht, ich habe echt 2 Stunden Pause gemacht, bevor ich weiter aufnehme mit meiner Sucht-Session wieder. Aber ist jetzt egal. Halt, wollte ich nicht einkaufen gehen? Was macht Professor Esche hier? Was zum... Hallo Dominik, endlich treffe ich dich mal persönlich und nicht nur über den Visocaster. Ich stelle mich am besten nochmal vor, gestanden, Professor Esche. Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich einen kleinen Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich deine Pokédex bewerten. So. Die Anzahl der Pokémon, die in deinem Pokédex gesehen sind, beläuft sich auf, also auf 8. Aha, sehr einflussreich. Vielen Dank. Hier hast du eine kleine Belohnung. Der Meister ist der Ball der Bälle. Mit ihm gelingt dir jedes Fang ganz gleich, um welches Pokémon es geht. Auf Reisen lass sie auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. In den letzten 2 Jahren haben viele Pokémon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Professor Esche, wer auch immer das gesagt hat. Es war die Arenaleiterin. Oh, so ein Zufall. Hallo, Geraldine? Darf ich vorstellen, das ist Geraldine. Geraldine, die Arenaleiterin von Panaero City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich doch extra darum gebeten, sie mit dem Flugzeug der Twin Drag City auf der anderen Seite des Wandelbergs zu fliegen. Sie sagt, zu Fuß kämen. Zurzeit kämen man zurzeit bis nicht bis dorthin. Haha, touché. Aber ich muss dich noch um etwas Geduld bitten. Es gibt nämlich etwas, das ich vorher im Turm des Himmels überprüfen möchte. Wolltest du so lange auf mich? Bis demnächst und vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinen Pokémons. Diese unbesorgte, ja, fast schon kopflose Ader hat sie von ihrem Vater. Tja, da fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampf bei mir vorbeischauen oder möchtest du lieber erst Professor Esche folgen und im Turm des Himmels trainieren? Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Okay, aber ich wollte erstmal einkaufen gehen. War ich jetzt eigentlich schon? Ich meine, ich gucke einfach auf mein Geld. Geld? Oh ja, ich war schon einkaufen. Ich bin pleite. Okay, gehen wir erst Professor Esche nach oder gehen wir sofort in die Arena? Ich würde sagen, wir gehen erst Professor Esche nach und trainieren. Schutz wirkt nicht mehr, ja. Was hast du denn so? Wenn du auf Heize... Hey, das hat eben gewackelt. Das ist unfair. Moment, ich wechsle mein Pokémon zu Navitaub. Ich hoffe, hier hat keiner so starke Pokémon. So. Hallo Mann, wie geht's? Bla bla bla. Ich bin ein willenloser Trainer, dich interessiert. Was? Reihumkampf? Bah! Muss das jetzt sein? Ja, super, Bismarck. Komm, das musst du jetzt echt nicht sehen, oder? Fliegen. Au, Navitaub, du bist tot. Hui! Bam. Ja, Mann, ich bin weg. Oh, du willst gegen Ampharos kämpfen. Da muss ich leider enttäuschen. Nein, dich wollte ich auch nicht. Ja, genau dich wollte ich. Vergeltung. Und... Yeah! Willst du mich flachsen? Ja, hol das fast halbtote Navitaub zurück in den Kampf. Da kennst du mich aber schlecht. Donnerschlag. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein schlechter Scherz. Sehr schlechter Scherz. Ich hasse Reihumkämpfe. Und das Gepiepe geht mir auch auf den Nerv. Supertrank auf Navitaub. Da haben wir jetzt nicht mehr diese Gepiepe auf den Nerven, ey. Die geht extrem auf die Nerven. So, ich habe nur geguckt, ob man auch den Ingame-Sound so nicht hört. Also das Mikrofon nimmt das nicht auf, nicht so bei Audacity. Da muss ich gucken, ob ich das irgendwie ausstellen kann, weil damit ich auch mit die Boxen anhaben kann, weil ich möchte schon immer etwas Ingame-Sound haben. Boah, Amor-Kur, was zum Teufel? Stirb! Hier, tschüss. Oh, Terrybug, hallo. Und tschüss. Was? Oh!
Ja, hallo Akani, wie geht's? Es kriegt fast wieder jedes Pokémon Erfahrungspunkte. Flammrad. Ja, sehr schlechte Idee, dein Seso-Kids nach vorne zu schicken. Das ist nämlich jetzt tot. Düm, 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 düm. Und da ist wieder ein Bisspark. So. Tschüss. Bam. Ich hasse Reihumkämpfe. Oh. Rockaiman. Man hat Level 1 Reich erreicht. Finde ich gut. Düm. So, noch einmal Flammrad und der ist tot. Er ist jetzt tot, 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 tot. Dun, dun. Anforderung erreicht, Level 32, finde ich gut. Dum, 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 dum. Ey. Oh, stimmt, ja. Ja, super. Mein Schutz wirkt jetzt nicht, wenn ich Navitaum verloren habe. Fleesh, Fleesh, Navitaum, fliege die Luft, aua. Los! Bleib auch schön in der Luft. Bam. Und das hier ist okay, es ist rot. Und fast Level Up. Was ist jetzt echt? Was ist fake? Genau. Gegen das kann auch gerade mein Navitaub ankommen. Mhm. Sehe ich genauso. Du hast gelitten, Sebritz. Ich setze Rockaiman ein. Weil es Bodener ist. So, los, Rockaiman. Autsch. Das war ein Tritt in meine Fresse. Dampfwalze. Oh mein Gott, bist du schlecht. Das tat schon weh. Schlecht, schlecht, schlecht. Super Trank muss ich erstmal, weil sonst ist Rockaiman tot. Du, 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 du. Durch diesen Stampfer bin ich fast tot. Ha, wollte einen Elektroattack einsetzen. Hallo, wie dumm bist du? Autsch. Ah, nicht sehr effektiv und tschüss. So. Level 27. Verhöhner? Nö. Brauch ich nicht. Ich wollte schon sagen, was man jetzt nur. Komm ich doch dran. Zehink. So, dann gehe ich jetzt noch an den anderen Pokéball. Das ist ein schlechter Scherz. Schlechter Scherz. Oh, hallo Navitaub. Du wärst eigentlich schon lange die Weiterentwicklung. Wie fast Noob. Faser Noob. Einfach ist aber fast tot. Was setzt sich stattdessen ein? Komm, wir setzen mal Zoroark ein. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Schmarotzer. Bam. Aua. Was haben wir noch? Nachthieb. Bam! Navitaub ist tot. So ein Zorak im Team ist nicht schlecht, muss ich sagen. Erstmal Supertrank wieder einsetzen. Um Ampharos, vor allen Dingen Ampharos zu heilen. Weil der E-Kurs vom Verrecken war. So. Oh, das war so klar. Schon. Ja, Level 36. Flieg, flieg, Navitaub, los. Hey, listen. Und. Was? Wie jetzt? Wieso hat das nicht getroffen? Hallo, Navitaub. Treff mal bitte. Und tschüss. Ja, genau. Was soll der Scheiß? Autsch. Das hat sehr weh, weh, sehr weh, 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 weh. Und flieg los, Navitaub, flieg, flieg in die Luft. Und das fliegen ein, bam. Ha. Hab ich noch Paraheiler so dabei? Nö, da muss jetzt Hyperheiler ran. Habe ich höchstens noch Tafelwasser? Ja, super. Ich habe auch kein Tafelwasser mehr, also super Trank auf Navitaub. So, düpp, düpp. Zack. Schnell, 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 schnell. Oh. Aber du bist ein Trainer. Ich will gegen dich kämpfen. Darf ich dir mal einen Gefallen bitten? Ja, du hast einfach dich für kämpfen. You don't say. Ja.
Du bist ein Wasservogel. Also, Ampharos, du bist dafür wie gemacht. Navitor, komm zurück. Los, Ampharos. Okay, Donnerschlag mal drauf. Zack, bam. Pikulente. Navitor erreicht Level 28. Oh, es ist ein... Nö, da kann Ampharos direkt rausbleiben, wenn es eine Navitaub ist. Und der magische Donnerschlag. Ich hasse Scanner. Und jetzt der magische Donnerschlag. Aua. Ja, super. Jetzt reg ich auch noch zurück. Du kannst mich verhöhnen. Und fucking punch. Ha, tot. Und diese Trainer wollen irgendwie jedes Mal kämpfen, wenn ihr die Route verlassen wieder betretet. Ich weiß selber nicht warum, aber sie wollen jedes Mal kämpfen. Wir haben voll den Kampffetisch. Ist genau wie in Schwarz und Weiß. Hat man auch nichts erhalten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was erhalte. Findet jetzt selber heraus. Ich bin so ein Mädchen. Ein Dreikampf. Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Nein! Lass es! Nein! Warum? Warum immer ich? Leute, warum? Die Entfaser nur. Wieso habe ich denn kein Ampharos? Boah. Wisst ihr was? Navitaub, du gehst gegen Ampharos weg. Du kannst hier bleiben, du setzt Kalking im Fasanub ein. Ja, super, aber der hier ist auch keine gute Wahl gerade. Dann kommt Zoroark raus. Weil. Obwohl. Eine Wasserattack würde ihn aber ownen. Okay, dann doch Zoroark. Rokheim, komm zurück! Los, Zoroark! Navitaub, komm zurück! Los, Ampharos! Autsch! Kaltklinger, Schlitz! Was zum... Was zum... Was passiert? Angriff, der super. Autsch! Ja, Zoroark, du bist schon wieder am Verkacken. Pichulente, Kaltklinger. Zoroark, du brauchst erstmal einen super Trank. Zoroark braucht einen super Trank. Dominik, setz super Trank ein. Los, heilen. Autsch, jetzt träge ich zurück. Kaltklinger und Schuss. Was? Donnerschlag, bam. Dödö, und die Pichulente ist tot. Tim. Tim. Donnerschlag gegen Fasanub. Nee, wenn das ein Wasservogel ist, dann setzt der Kampf ein. Nein, nix Beutel mehr. Und Schmarotzer auf Pischkolente. Schmarotzer und BAM! Verhöhnen. Wie scheiße ist Dingens. Ampharos, wenn Fasanub jetzt tot ist, ja ist es, kann Ampharos nichts mehr ausrichten. Das heißt, Ampharos geht jetzt leer aus. Mit den Angriffen. Und take this! Wow, das war sowas von effektiv. Na? Jo. Ob das jetzt was bringt? Ich weiß ja nicht, Schmarotzer. Zack, bam! Kaltklinger und zerr! Bringt das jetzt was? Es ist fehlgeschlagen. Ne, bringt nichts mehr. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie... Na komm, ich drücke jetzt einfach, weil... Zoroark wird es eh klären. Mit Schmarotzer. Bam! Wage es dich noch einmal gegen mich einen Dreierkampf zu machen und schau dich kaputt. Na nun, was haben wir denn hier? Ein vertrautes Pokémon? Jetzt. Was meinst du? Oh, ein Pi. Oh, ein Pi. Navitaub töten. Töter! Fliegen. Mitator. Was? Was zum. Hörst du auf, mich nachzumachen? Das ist jetzt nochmal im Mitator ein Wetten. Wetten. Zauberblatt. Haha, schlecht. Bam. Das tut weh.
Doch nicht. Windschnitt. Und tschüss, Pi. Pi! Chilabel, 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 Chilabel. Das war doch dieser komische... Ja, das war dieser Hase. Lass ich mal wie top draußen. Jo, war dieser Hase. Fliegen. Au! Au! Tod! Navitop überlebt nicht. Niemals. Tschüss. Das müsste jetzt höchstens One-Hit. Ich kann wechseln. Ich darf wechseln. Zu. Zur Torin. Navitop, schnell zurück. Zur Torin, los. Regel das für mich. Mit der Kalkklinge. Au. Au, tot. Okay, regelst du nicht. Akani, dann du. Rede das mit der Kalkklinge tot. Ich bedrohe, ich bin Akani. Was zum... Ja, super. Flammenrad. Zack. Du bist trotzdem tot. Ja, dann habe ich doch erreicht Level 29. Das gefällt mir. Du hast höchstens meine Pokémon heilen können. Na, jetzt muss ich das wieder tun. Mein Gott, ey. Jetzt musst du sogar wieder einen Beleber verschwenden. Für Swatrorin. Swat! Und wieder ein paar Supertränke. So, ein für dich. Ein für dich. Ein für Zoroark. Wie viel habe ich noch? 20. Habe ich irgendwas anderes noch zum Heilen? Nein. Ich bin sonst heil leer. Da ein Baum. Blattstein. Krass. Hey, kleines Kind, kämpf gegen mich. Los. Ich bin so klein. Und okay. Er hat nur ein Pokémon, ein Glück. Sonnenflora. Perfektes Futter für Navitaub. Los, Navitaub, flieg. Und BÄM! So muss das. So. Fast Level 30. Krasse Scheiße. Runter bis Sound. Da ist noch ein kleines Kind. Hallo, kleines Kind. Hallo. Ich bin auch ein kleines Kind. Ich bin ein Pokémon! Oh mein Gott! Flampion, das war doch dieser Feueraffe. Kann der mein Navitaub gefährlich werden? Ich glaube ja, deswegen gehe ich auf. Ihr wisst schon, mein Swatrorin. Swatronin. Swatrorin. Ich schnell jetzt einfach weiterhin so. Wie ich nicht ganz. Swatronin. Was zum? Geht's dir noch gut? Tschüss. Also, ich glaube, dem Pokémon ging es nicht mehr gut. Level 30, noch zwei Level, dann entwickelt sich Navitaub. Und das müsste ich haben, die Entwicklung. Danach trainiere ich wieder andere Pokémons. Ich möchte nämlich alle erstmal so auf den 30er Schnitt bringen. Also heißt dann auch, Akani muss dann noch so auf Level 30 kommen. Und so alles. Ja, ich möchte halt auch die Entwicklung haben. Elixier erhalten, finde ich gut. So, okay, dann mal weiter. Düb, düb, düb. Da ist noch eins. I hate you! I hate you, du komischer Pilz, ich hasse dich, du Tanpinkenon. Fliegen. Na, Taub, flieg! Flieg, flieg hier, töte, töte! Du bist noch immer am Leben, was? Schäm dich! Du sollst dich echt schämen. Windschnitt. Zack! Und gewonnen. Okay, was war denn hier? Jetzt kommt hier kommt auf einmal so Kobalium. Professor Escher, was ist los? Ja. Hallo, und wie lief's bei Geraldine? Ach, du hast ihn auch noch gar nicht. Dann steht noch etwas Feldforschung auf deinem Programm, bis der Flieger anhebt. Ach ja, das könnt, hier könnte dir dabei helfen. Oh, geil. Geil, 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 geil. Das Item wollte ich nämlich genau haben. Das Glücksei. Ist es jetzt auch wie ein Schwarz und Weiß ganz oben? Nö, ganz unten. Geben. Das bringt nämlich mehr Erfahrungspunkte. Geil zum Leveln, Leute. Ja, Mann. Jetzt kann ich auch richtig offscreen leveln. So, was sagst du denn? Dies ist der Ton des Himmels, wo die Seelen der Forschung... Was ist denn jetzt hier los?
Der Turm ist hinter einer riesigen Ruhestätte. Warum wurde der Turm an diesem Ort errichtet? Weil es hier schon immer viele von Typ Geist hier angefunden hat, der Turm errichtet wurde. Muss ich jetzt hier hochrennen oder nicht? Aber ich würde eh sagen, ich beende jetzt erstmal jeden Part. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.